Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Wish-Haul für dich oder Wish-Haul? Wish? Nenn es wie du willst. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Produkte, die ich jetzt in diesem Haul hier drin habe, ist ein bisschen dumm gelaufen, würde ich mal so sagen, sind alles Weihnachtsprodukte. Ja, ich habe das Anfang Dezember bestellt und es kam halt alles nach und nach an, wie das da halt immer so der Fall ist. Und jetzt ist tatsächlich auch alles da, Mitte Januar. Und ja, aber wir kommen damit klar, ne? Das war gerade voll das reine Monstergedöns. Aber na, ja, ich habe auch einen Gutscheincode für euch und zwar mit dem Code Claudi19, den blende ich dir hier mal ein, kannst du 20% auf deine nächste Wish-Bestellung sparen. Erstmal so zur Info, was ist ein Wish? Wish ist so ähnlich wie Amazon in ganz, ganz günstig, also die meisten Produkte, die du dort findest, findest du natürlich ja auch bei Amazon und ja, da gibt es ja auch Schnapper, man muss immer aufpassen mit den Versandkosten, das ist immer so die kleine, trickige Geschichte und je nachdem, welche Größe oder Farbe du zum Beispiel bei Kleidungsstücken auswählst, hast du natürlich auch unterschiedliche Preise, also da musst du immer aufpassen, aber du findest da alles Mögliche, du findest da Haushaltsprodukte, du findest da diese ganzen Sachen, die gerade so in sind, irgendwie, keine Ahnung, also diese Pickelentfernungs-Rausziehviecher in waren, war das da alles total auf der Online-Seite da, auf dem Online-Shop, im Online-Shop verfügbar. Kleidung hast du da immer mal wieder auch total coole Sachen. Man muss immer aufpassen, dass du auch die richtige Größe erwischt, aber normalerweise habe ich jetzt so persönlich immer die richtige Größe erwischt. Ich nehme dann immer ein bisschen größer, also ich bin ja 1,73 und die Asiaten sind ja meistens von der Körperform etwas anders als ich, nämlich ein bisschen kleiner und dann nehme ich dann lieber die Größe M oder L zum Beispiel, ne? Ja, das passt auch von der Weite her, also da habe ich überhaupt keine Probleme so mit. Das heißt, auch die Kleidungsstücke, die ich dir jetzt zeige, sind entweder in der Größe One Size oder Größe M tatsächlich. So, ich starte jetzt einfach mal mit einem Teil, was ich mir auf den Kopf setzen werde. Das ist dieser ziemlich scharfe Haarreifen. Den hätte ich jetzt natürlich zu Weihnachten wundervoll tragen können. Ne? Das wäre großartig gewesen. Ein schönes Elchgeweih, was ich hochgradig feiere. Was auch wirklich von der Verarbeitung her echt schön ist. Ne? Also, ja, ne? Du hast hier halt so Mistelzweigviecher dran, dann hast du hier Glitzerviecher und ne? Ich wollte den eigentlich ganz gerne so in der Weihnachtszeit nehmen als Schminkhaarreifen. Da das jetzt ja leider nicht mehr so aktuell ist, wenn ich ihn aber trotzdem verwenden. Ja, das ist eigentlich ganz cool, um die Haare so nach hinten zu machen. Ne? Es ist zum einen dekorativ für den Kopf, zum anderen ist es jetzt auch zum Schminken oder wenn ich eine Maske auftrage, eine ganz coole Geschichte. Ja, ich mag's. Als nächstes habe ich mir Socken bestellt. Ich habe Größe 41 und habe ich mir in der entsprechenden Größe bestellt. Das hier sind so Elchsocken. Finde ich total knuffig. Ne? Das ist Weihnachten, hallo. Kannst du natürlich auch ganzjährig tragen. Da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten, sage ich mal. Ne? Von innen die Verarbeitung ist so lala. Also ob die meinen Trocknergang überleben, sei mal so dahingestellt. Das ist auch vom Material her jetzt nicht so die allerhöchste Qualität. Also, ne? Man sieht es schon, es ist jetzt, glaube ich, nicht Baumwolle oder sowas. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermuten. Aber naja, ich finde sie ganz witzig. Ja, Sammy, du bist auch gleich dran. Willst du dran sein? Willst du dran sein? Sammy möchte jetzt auch dran sein. Und zwar habe ich auch was für Sammy bestellt. Nämlich ein Halsband oder ein Halstuch. Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie ein bisschen angenehmer vom Stoff. So hört sich das nämlich wirklich, ne? Schon sehr polyestermäßig an. Ich rieche das Material auch tatsächlich und würde es auch eigentlich lieber waschen. Aber na, Sammy ist jetzt da. Er schnauft vor sich hin. Er möchte eigentlich ganz gerne involviert werden. Fand ich ganz niedlich mit den Nikoläusen drauf und so. Ne? Und das ist eigentlich eine ganz niedliche Geschichte, dass der Hund quasi dann auch ein Weihnachtsoutfit bekommt. Ups. Das hat Frauchen da hinten rumgeschmissen. Frauchen, noch Blödsinn, Sammy. Ja, schnauf nur. Schnauf nur und beschwer dich über die Unfähigkeit von deinem Fräuchen. Darf ich da wieder hin? Ist auch vollkommen zurecht, Sammy. So ein inkompetentes Frauchen. So. Das ist dein neues Halstuch, was du nun im Januar tragen kannst, wenn du möchtest. Bist du im Bild? Ja, halbwegs, ne? Eiwatschick. Sieht man dich überhaupt? Weiß ich nicht. Man kann es natürlich auch so
hochdrehen, dann sieht man es hier oben halt, ne? Ist auch ganz witzig. Also es passt auf jeden Fall, um das mal so zu sagen. Ja, du bist der allerbeste Hund der Welt und du hattest einen großartigen Auftritt. Reicht jetzt auch, oder was? Stellt sich hier einfach hin. Okay. Ein kurzer Auftritt, würde ich mal so sagen. Okay, dann habe ich noch etwas mitgenommen. Und zwar hatte ich so eine Leggings, oder habt ihr auch schon zigmal bei mir im Video gesehen, auch schon mal bei Amazon gekauft. Und jetzt habe ich sie nochmal in einer anderen Farbe. Das ist diese hier, die finde ich total großartig. Ich liebe sie. Die wirken etwas schmal hier oben, aber die sind schön weit. Und ja, der Stoff ist ein bisschen durchsichtig, aber damit kommen wir alle ein bisschen klar. Das ist jetzt nicht so ultra krass. Ne, es geht wirklich, wenn ich mir das so angucke. Das geht. Da sieht man jetzt keine Unterwüchs durch, ne? Ja. Ist jetzt von der Farbe her ganz interessant und ich finde die einfach super zum Chillen zu Hause tatsächlich. Also ich werde die auch im Sommer tatsächlich anziehen, wenn ich einfach mal so einen Chilltag zu Hause habe, weil ich diesen Stoff so schön finde. Ich meine, grob geschätzt ist das 100% Polyester, aber der ist so schön weich. Ich mag das richtig gerne. Finde ich klasse. Ich mag's. Und es stinkt auch nicht, ne? Ich weiß gar nicht. Hier sind auch keine, meistens sind hier auch keine Schildchen oder sowas drin, ne? Genau. Ja. Aber ich finde, ich feiere die. So, dann hatte ich noch ein paar Geschenkverpackungen quasi geholt, weil ich dachte, die Bestellung würde quasi vor Weihnachten ankommen, was nicht passiert ist. Naja, aber dann habe ich was für 2020 zu Weihnachten. Ist doch auch schon mal ganz schön, oder? Ich habe schon mal vorgesorgt. Und zwar ist das hier einmal eine Geschenktüte, die ich gekauft habe. Ja, einfach Merry Christmas, ne? So Handschuhe fand ich ganz süß. Da kannst du gut was reinpacken. Ja, Wishes, Tüdelü, ne? Es ist halt einfach eine Tüte. Ich meine, ne? Sowas kannst du hier auch ganz normal im Laden kaufen für, keine Ahnung, 4 Euro oder so. Oder noch weniger, je nachdem, wo du es einkaufst. Bei Action kriegst du die wahrscheinlich noch günstiger. Ja, ne? Ist halt eine Tüte. Dann habe ich noch so ein Dreier-Set geholt. Die fand ich richtig schön und die hätte ich auch wirklich sehr gut gebrauchen können. Von so Stoffviechern. Das sind halt so richtig niedliche Beutelchen, ne? Das ist einmal hier natürlich mit einem Pinguin drauf. Ich meine, auch wie niedlich. Und ja, hier kannst du dann so ein bisschen was reinmachen. Kann ich dann jetzt gegebenenfalls für nächstes Jahr zu Nikolaus nehmen. Yay. Für dieses Jahr, 2020. Herzlich willkommen. Und dann habe ich hier noch einmal einen Schneemann als Motiv. Die fand ich echt süß. Also es war halt so ein Dreier-Set, ne? Das wurde so zusammen geliefert und war auch so zusammen abgebildet. Und dann habe ich hier ein Rentier. Ist ganz niedlich, ne? Also ich will jetzt mal nicht behaupten, dass es sowas im Action nicht gäbe. Das gibt es garantiert auch. Und das ist jetzt auch von der Qualität her, wenn man sich das anschaut, nicht das Ultimative. Aber es ist ganz niedlich, so als Geschenktüte. Jo. Kann man wohl machen. Okay, dann habe ich noch mitbestellt einen Weihnachtspulli. Ja, ist sehr, 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 sehr synthetisch, Leute. Ich habe ja in allen möglichen Farben welche, ne? Also richtig kunterbunt. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann hole ich mir mal einen schwarz-goldenen. Fand ich irgendwie ganz cool und den wollte ich eigentlich auch ganz gerne bei uns auf der Firmenweihnachtsfeier anziehen, aber kam halt wie gesagt etwas spät. Ich werde mir auch gleich wahrscheinlich den Pulli und die Leggings mal zusammen anziehen, aber der Pulli ist so dick. Der ist schon sehr, sehr warm. Es ist so ein richtiger Sweater, aber vom Stoff her Polyester, hallo, ne? Also auch von innen, da sieht man das auch. Er ist flauschig von innen. Das ist bei Schwarz immer so eine Sache für sich, aber er ist halt schwarz von innen und hat halt so einen Innenflausch. Also das ist dann halt wirklich richtig, richtig warm. Ja, muss ich gleich mal anziehen. Habe ich in der Größe M bestellt. Hier ist mal ein Schildchen drin. 100% Polyester, sag ich doch. Siehste, das merkst du auch, ne? Also da werden die Haare garantiert elektrisiert von werden. Und ja, ne? Rentier drauf auf Gold mit Sternchen. Und Merry Christmas steht hier unten. Ist ganz niedlich, ja, ne? Ist ganz hübsch. Mag ich wohl leiden. Habe ich auch öfter schon mal gesehen in diversen Online-Shops oder China-Shops, wie auch immer. Und drüber nachgedacht oder drüber legt, ne? Überlegt, ob ich mir den holen möchte. Aber ja, jetzt habe ich ihn ja jetzt hier. Und last but not least habe ich hier eine Mütze. Genau, deswegen habe ich auch keinen Bommel oben heute, weil ich diese Mütze heute jetzt aufsetzen wollte. Ne? Das ist eine Bommelmütze, die ich total großartig finde. Und ich finde sie vor allem deswegen großartig, weil ich sie dann auch demnächst tragen kann, wenn ich mit Sammy spazieren gehe, weil sie blinkt. Sieht man das? Ja, ne? Sie hat so richtige Blinkies. Das heißt, das sind diese klassischen Weihnachtsmarktmützen. Aber so wird man dann auch gesehen. Das finde ich auch ganz gut, ne? Ich habe ja auch immer so Kleidung, die man auch im Dunkeln ganz gut erkennen kann. Und so habe ich jetzt auch einfach mal eine echt krass blinkende Mütze. Also
hast du unterschiedliche Möglichkeiten, also entweder ganz stark oder so typ, 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 typ nacheinander. Oder halt dauerhaft leuchtend oder halt aus. Ja, ne, es ist eine coole Mütze. Ich finde die auch von der Größe her vollkommen passend und natürlich meine Haare fein nach Party, ne. Ja, ne, finde ich ganz süß, finde ich ganz cool und ich wollte so eine Mütze immer schon mal haben tatsächlich. Und jetzt habe ich so eine richtige Bommelmütze. Ja, cool. Ja, und von innen, die ist halt echt warm, ne. Ich denke, die wird die Ohren auch schön warm halten. Die ist hier auch nochmal doppelt mit Stoff drin und keine Ahnung, also die ist schön. Die mag ich, damit fällt sie auf. Und ja, auffallen muss man tatsächlich beim Spazierengehen. Ansonsten hast du ein Problem, dann wirst du überfahren oder sonst irgendwas. Und das möchte ich nicht. So, jetzt ziehe ich mich mal eben kurz noch einmal Mitte Januar richtig weihnachtlich an. So, ja, ho ho ho, würde ich mal so sagen. Ich habe diese fancy Mütze auf. Ich habe diesen ziemlich coolen Pulli an, wo ich sagen muss, ne, der ist von der Länge her in Ordnung. Der ist nicht zu kurz. Ja, ne, der ist halt hier so ein bisschen, den kannst du so One-Shoulder tragen. Oder du machst dir den so, hast du halt beide ein bisschen freier. Aber ich mag das lieber, wenn ich das so auf einer Schulter drauf habe. Kannst du dir auch hochkrempeln, weil das gerade sehr warm ist. Ich finde, dass die Größe auch tatsächlich passt, weil solche Pullis, die dürfen auch ein bisschen mehr an der Seite abgehen. Ne? Das ist in Ordnung. Ich trage diese unfassbar weiche, geile Leggings, die ich extrem feier, Leute. Also die ist echt toll. Ich kann die wirklich euch nur ans Herz legen. Ich finde die super. Und selbst natürlich diese großartigen Socken. Leute, ich finde, so viel Einsatz muss definitiv belohnt werden, oder? Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Denk auf jeden Fall an den Gutscheincode Claudi19. Da bekommst du 20% auf deine nächste Wish-Bestellung. Ja, ansonsten, ne? Würde ich einfach sagen, ich bin verplant. Ansonsten wünsche ich dir einfach mal einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.